FFN. Frankie gegen Frau. Es steht 5:0 für uns Frauen gegen Frankie. Leider. Die erste Woche war wirklich also total daneben. Katastrophe voll, ja. Du hättest jetzt die Möglichkeit, überhaupt vielleicht noch auszugleichen diese Woche. Aber Silvia aus Lehmbruch vom Dümmersee wird das ziemlich wahrscheinlich verhindern. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. DJ Feelgood, wo legst du auf? Wie lange legst du schon auf? Ja, ich bin deutschlandweit unterwegs, hauptsächlich im Norden. Mhm. Und seit 10 Jahren bin ich unterwegs. Okay, was machst du so? Also Zeltfeste, alles? Ja, also Hochzeiten, egal ob Gold, Silbern oder Grün, okay. Geburtstage rund oder unrund, Zeltfeste, wie du gerade schon angesprochen hast, Betriebsfeste, ja, wo man Musik braucht. Das heißt, du kennst jede Musiksparte? Ja, natürlich. Ja, aber Frankie, ganz ehrlich, du kennst sie auch. Du arbeitest schon sehr, sehr lange beim Radio, du kennst alle neuen Hits, du kennst die alten Hits. Ich kann mich jetzt richtig blamieren, Silvia kann nur gewinnen. Ich kann jetzt richtig hier, ne? Ja, Axel. Ja. Das hoffen wir. Das ist doch der Plan, oder? Okay. Absolut. Das heißt, also erklär. Wir werden gleich euch Titel vorspielen. Die lassen wir laufen, bis einer von euch seinen eigenen Namen sagt, weil er dann eben weiß, welcher Titel das ist. Okay. Dann stoppen wir. Ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, welcher Titel es wohl sein soll. Und wenn es richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Wenn es falsch ist, bekommt der Gegner einen Punkt. Und wir spielen Best of 5. Also wer zuerst 3 richtig hat. Absolut. Okay, Titel und Interpret oder recht Interpret? Na, schon Titel und Interpret. Also komm, ihr beiden, ne? Eigentlich sollte das ja klappen. Oh Gott. Axel, unsere Wetterfee wird so ein bisschen hier an den Regler nochmal sitzen. Axel, ich hätte ganz gerne Titel Nummer 16. Und liebe Niedersachsen, ratet gerne mit. Vielleicht seid ihr sogar noch besser als beide. 16 ist scharf. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Major Tom Schilling. Silvia. Frankie? Nö, das spielt Silvia darf jetzt zuerst. Hä? Wieso? Was denn? Ich hab's doch gesagt. Du hast aber nicht deinen Namen gesagt. Major Tom. So. Darauf wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das ist richtig. Ich hab den Titel zuerst gesagt. Ja, aber du hast seinen Namen nicht gesagt. Ich soll seinen Namen sagen und die Tante hat ihren Namen gesagt. So einfach ist das. Es steht 1:0 für Silvia. Nee. Ja, Frankie, die Regeln sind ganz klar einmal definiert gewesen. Absolut. Wer zuerst seinen Namen sagt, der darf dann auch was sagen. So, wir kommen zum Titel Nummer 10. Bitte schön, Axel. Das ist nicht fair, was ihr hier abzieht. Das ist absolut fair. Du kannst es doch jetzt besser machen. Ach, so. Bitte scharf. Silvia. Silvia, bitteschön. Ich würde sagen, das ist der Lambada. Nein. Ah, leider nein. Alles klar. Ja. So. Moment. Frankie bekommt jetzt einen Punkt. Ja, das verstehe ich, aber hätte ich nicht auch noch was sagen können? Nein. Nee, den Punkt hast du von mir. So, den Punkt hast du so oder so, es steht 1:1. Okay. Lieber Axel. Mach weiter so, Silvia. Titel Nummer 3, bitte. Nummer 3. Silvia. Oh Mann! Ich würde sagen, es sind die Sporties und es ist ein Kompliment. Ja, absolut richtig. 2:1 für Silvia. Oh, so, shit. Silvia braucht noch einen einzigen Punkt. Ja, Moment, lassen wir die Sporties gelten. Die heißt ja Sportfreunde Stille. Ja, also komm, jetzt du kleiner Korinthgacker. Nee, das lassen wir schon gelten. Ich habe Major Tom als erstes gesagt. Ich moderiere die aber auch immer an als die Sporties. Sag immer richtig. Sportfreunde Stille. Steht auch so auf der CD. So. Titel Nummer 7, vielleicht schon die Entscheidung für Silvia. Wenn das jetzt richtig ist, haben wir Frauen gewonnen und es steht 6:0 bei Frankie gegen Frauen. Ja, Frankie, komm. Ist scharf. Silvia. Das sind die Kings of Leon, Sex on Fire. Yeah! Wow! Ich hab ihn! So, ich möchte meinen Anwalt einschalten. Nein. Weil das hier direkt mit dem Fehlstart losging. Ich Absolut. Habe Major Tom als erstes gewusst, nur weil ich Frankie dich gesagt habe. Ja, aber so waren die Regeln, Frankie. Du kannst jetzt meckern, so viel du willst. Die Regeln. Ja, herzlichen Glückwunsch, Silvia. Lass dich drücken. Ganz toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann! So, Frankie, jetzt nicht das ärgern. Doch, das ist peinlich. Also, ja, naja, du hast jetzt auch gar Jahre keine Chance mehr zu gewinnen. Über 20 Jahre Radio und dann so geloost gerade. Ich möchte gerne in ein großes Loch fallen und möchte, dass ihr da ganz viel Erde drauf gibt. Du wusstest es ja, du warst einfach nur zu langsam. Und zu doof. So, die Frauen führen 6:0. Silvia, vielen Dank für den Besuch. DJ, vielen gut. Ich gehe mich jetzt ärgern, so. Vielen Dank. Danke.